Sei gegrüßt, Statthalter. Wir planen die Aktualisierung des Spiels auf Version 1.0.64. Winterliches Präludium. Am 20.12.2022 um 6 Uhr UTC. Folgt unserem Kanal, liked dieses Video, abonniert die Benachrichtigungen und lasst uns schauen, was uns erwartet. Weihnachtsereignisreihe. Betrachte den wunderschönen Sternenhimmel und lausche den harmonischen Klängen des Winters. Glocken erklingen segensreich und das Mondlicht glitzert auf dem Schnee. Zu diesem festlichen Anlass haben wir einige wunderbare Feiertagsereignisse für dich vorbereitet. Strahlender Stern. Schließe 7 Tage lang Quests ab, um festliche Belohnungen zu gewinnen. Aromen aus aller Welt. Besuche den Bazar der Freude, um all die Köstlichkeiten zu probieren, die die Welt zu bieten hat. Superschlitten. Nutze strahlende Sterne, um deinen Superschlitten zu dekorieren und Belohnungen zu erhalten. Geschenk des Winters. Erhelle die Winternacht mit Sternen und sammle strahlende Sterne im Tausch gegen Belohnungen. Zenit der Stärke. Werde stärker, um ein brandneues Stadtthema zu gewinnen. Sturmkollision. Segle in Wind und Wellen hinein und begib dich auf eine weitere außergewöhnliche Reise. Waffenausbildung. Fordere Waffenmeister Loha heraus, der mit jedem Kampf stärker wird. Wie lange bist du ihm überlegen? Einzelheiten zum Zeitplan findest du im Ereigniskalender. Turnier des Sonnenuntergang Canyons. Der monumentale Sonnenuntergang Canyon ist Zeuge des Auf- und Untergangs von Sternen und Schatten. Mach dich bereit für einen glorreichen Kampf gegen die größten Krieger aller Königreiche. Im Turnier des Sonnenuntergang Canyons kannst du den Sonnenuntergang Canyon betreten und gegen Statthalter aus 4 Königreichen derselben Region antreten. Die Staffeln des Turniers beginnen jeweils montags und laufen 3 Wochen. Eine Woche für die Vorauswahlphase, eine Woche für die Hauptphase und eine Woche für die Präsentation des Champions. Die Kampfregeln des Turniers sind identisch mit denen für den Sonnenuntergangs-Canyon. Das Turnier des Sonnenuntergang-Canyons ist nur für Königreiche in der Vorbereitungsstaffel verfügbar. In der aktualisierten Ereignisübersicht findest du weitere Details. Verbesserungen der Eroberungsstaffel. Wir haben mit der Berechnung von Fernkampfpunkten der Statthalter begonnen. Die Taverne des Alleinherrschers und die Taverne des Beschützers wurden hinzugefügt. Wenn du dir im Ereignis Verlorenes Königreich den Status Alleinherrscher oder Beschützer verdient hast, kannst du in der entsprechenden Taverne Kommandanten rekrutieren. Vor dem Rekrutieren kannst du deine bevorzugten Kommandanten auswählen, um die Chance zu erhöhen, diese zu rekrutieren. Wir würden uns freuen, deine Meinung zu dieser Aktualisierung zu erfahren. Vielen Dank, dass du Rise of Kingdoms unterstützt. Vergesst nicht, dieses Video zu liken, Benachrichtigungen zu abonnieren und unserem Kanal zu folgen. Bis zum nächsten Mal.